Ich möchte euch heute anregen, über das Hören nachzudenken und damit eure Bewusstheit innerhalb eures Lebens und damit natürlich auch eure Lebensqualität zu steigern und darüber nachzudenken. Guten Morgen. Drei Viertel aller Sinneseindrücke, die wir aufnehmen pro Tag, geschehen über das Sehen. Das heißt über das, was unsere Augen wahrnehmen. Drei Viertel. Und dabei sind unsere Augen sehr leicht zu manipulieren. Ich verweise da immer auf einen wunderbaren Film. Verlinke euch den mal unten. Ich glaube, die DVD kostet nur 1 Euro oder 2 Euro. Ist schon etwas älter, der dieses auch immer wieder sehr anschaulich präsentiert. Wir können sehr leicht getäuscht werden, wenn man mit den Augen schaut. Ihr seht das bei Kleidung, ihr seht das bei Produkten, bei Produktverpackungen. Ihr seht das sehr, sehr häufig. Im Marketing, in der Werbung generell ist oft viel mehr Schein als Sein. Und das bezieht sich eben auch auf die Optik. Und es ist also leicht, uns optisch zu täuschen. Entsprechend geht viel Geld, auch als Privatperson, in die Kosmetik, in die Kleidung, alles, wo wir andere Menschen eben täuschen können. Ja, wir machen uns einen maßgeschneiderten Anzug und gehen dann an die Haustür und verkaufen dann Versicherungen. Hatte ich auch schon gemacht. Also von daher, ich kenne das sehr gut und ich glaube, die meisten von euch kennen das auch, wenn man irgendwo hingeht und man sich schick macht, um irgendetwas darzustellen, um etwas besser zu verkaufen, um sich besser zu verkaufen, vielleicht in einem Bewerbungsgespräch, dann ja, unterliegt man eben genau diesem Zusammenhang. Aber die Ohren, also das, was wir hören, das ist nicht so leicht zu täuschen. Wenn jemand kommt und zum Beispiel jemand, der Versicherungen verkaufen möchte und er sieht wunderschön aus, hat ein tolles Auto draußen und dann fängt er an zu reden und sagt: Also ich habe ja alle Versicherungen verglichen, die es jetzt so gibt. Ich habe für Sie genau das Richtige. Dann wird man, insbesondere wenn man vielleicht nicht aus Sachsen und Umgebung kommt, ja schon sagen, halt, da stimmt doch irgendetwas nicht. Mein Innerstes, meine Intuition sagt mir irgendwie, weiß nicht, ob man ihm vertrauen kann. Nicht, weil er sächsisch redet, das hat nichts damit zu tun. Aber wenn man in einem gewissen Arbeitsumfeld arbeitet, ist es auch wichtig, eine gewisse Seriosität rüberzubringen und auch eine gewisse Angepasstheit, was mit dem Respekt zusammenhängt. Na? Denn wenn man außerhalb von Sachsen arbeitet, etwas verkaufen möchte, dann sollte es natürlich so sein, dass man dann auch entsprechend dem dortigen Dialekt oder dem dortigen Verständnis etwas Respekt zollt und versucht etwas Hochdeutscher zu reden und sich nicht so gehen lässt in der Sprache. Dialekt ist wunderschön, aber in einem gewissen Arbeitsumfeld sollte es vermieden werden. Aber das Gehör realisiert das halt. Und sehr viele Menschen haben ihre Sprechweise und das, was sie sagen und wie sie das ausdrücken, da Probleme, das wirklich ja, zu beherrschen und damit eben auch zu manipulieren. Sie sind echter, sie sind authentischer. Ihr erkennt viel mehr, wenn ein Mensch redet, was real ist, als wenn ihr einen Menschen anschaut. Wenn jemand in einer Diskussion hitzig wird und redet und so weiter, dann erkennt er es emotional belegt und die Argumente, die aus ihm herausfließen, sind nicht kühl und sachlich geordnet und entsprechend inkludiert ihr eine gewisse Befangenheit, eine emotionale Befangenheit in diesem Moment und daran tut ihr gut, weil dieser Mensch eben nicht Herr seiner Sinne ist. Das hört ihr. Und da kann sich durchaus visuell recht ruhig bewegen, aber ihr hört, da stimmt irgendwas nicht. Oder wenn euch jemand was verkauft, da sind wir wieder beim Handelsvertreter, dann hört ihr manchmal so eine irgendetwas aus der Stimme, wo ihr sagt, das muss jetzt kein Dialekt sein, das weil es offensichtlich ist, sondern ihr hört, dieser Mensch ist nicht ehrlich. Bei der Optik, ihr seht nicht, ob der abends dann in einem ganz anderen Umfeld verweilt, als er vielleicht mit der Optik euch suggeriert. Aber von der Stimme hört ihr das recht gut. Und daher mein Appell an euch, konzentriert euch mal ein bisschen mehr auf die Stimme und auf das Hören.
wenn jemand spricht. Hören hat eine wesentlich höhere Tiefe als Sehen. Ein gutes Beispiel, die Stummfilme. Da sieht man den Film. Aber die Stummfilme brauchen immer noch irgendwie eine Klavierbegleitung oder Untertitel, um wirklich die Tiefe der Aussage zu unterstützen. Ein Hörspiel braucht das nicht. Ein Sprecher oder eine Sprecherin, die ein Hörspiel vortragen oder ein Hörbuch, die können mit ihrer Stimme genug Tiefe vermitteln, dass es nichts weiter braucht als eben die Stimme. Das heißt, die Stimme hat eine wesentlich tiefere und oder hat mehr Möglichkeiten, etwas abzubilden als das Bild. Und trotzdem priorisieren wir in unserem Alltag das Visuelle. Das kommt wieder aus den Menschen oder aus den Strukturen, die Menschen für ihre Zwecke manipulieren wollen oder beeinflussen wollen, um das mal etwas entkräftigender auszudrücken. Und dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. Auch unser Gehirn merkt sich Lautinformationen besser als Informationen, die visueller Natur sind. Es gibt auditive Typen, es gibt visuelle Typen, aber im Durchschnitt merkt sich das Gehirn Lautinformationen besser als visuelle Informationen. Auch wird das Wort, was man hört, im Durchschnitt ca. 140 Millisekunden verarbeitet, während ein Bild 180 Millisekunden braucht. Der Grund dafür liegt darin, dass die Bilder immer auch vom Gehirn, um verarbeitet zu werden, in Töne erst umgewandelt werden. Diese Information war für mich neu, weil ich habe immer gedacht, es gibt sowas wie ein fotografisches Gedächtnis. Gibt es natürlich auch, aber ich habe das einfach dann als Anlass genommen zu glauben, dass alles, was wir uns speichern als Bild, auch nur als Bild gespeichert wird. Und das machen die, die ein fotografisches Gedächtnis haben, zwar auch, aber um das zu verarbeiten, das was man sieht, um das sozusagen zu interpretieren und in irgendeiner Weise nutzbar für sich zu machen, außer das nur wiederzugeben, was ein fotografisches Gedächtnis wäre, dazu wandelt das Gehirn das Wort, das Bild in ein Wort um, in Töne. Diese Information habe ich übrigens auch aus einem Buch, das habe ich euch auch mal unten verlinkt, damit ihr auch wisst, woher meine Information kommt. Ich möchte da auch immer versuchen, ja, dass ihr genau wisst, wo meine Informationen herkommen. Und findet ihr, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Ja, und ein Beispiel möchte ich noch aus meiner persönlichen Erfahrung nennen, was mich auch dazu gebracht hat, das Hören viel, viel stärker zu priorisieren. Und zwar kennt ihr das vielleicht auch, in der heutigen Zeit wird sehr viel, was Dating angeht, über Internet gemacht. Und da hat man dann ein schönes Bild, einen visuellen Eindruck einer Person, ein handselektiertes Foto, man hat Beschreibungen und man hat einen gewissen Eindruck. So. Und dann irgendwann kommt es zum Beispiel zu einem Telefonat oder zu einem Gespräch, dann hört man die Person. Der Eindruck kann sich komplett wandeln und beziehungsweise wenn man jemanden zuerst hört und dann sieht, ist eine viel höhere Intimität und eine Nähe entstanden. Natürlich, wenn man jemanden hört, dann hat man oft auch eine andere Vorstellung von jemandem. Das kennt auch, glaube ich, jeder, dass jemanden hört und dieser Mensch hat eine ganz gewisse Stimme und man denkt, der sieht so und so aus und sieht dann ganz anders aus. Ja, das stimmt, aber die Tiefe der Persönlichkeit, wenn man mit jemandem gesprochen hat, wenn man jemanden gehört hat, stellt sich, ist viel intensiver, als wenn man nur jemanden gesehen hat und irgendwelche rein Informationen hat. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen Inspiration geben, dass ihr öfter mal hinhört. Dass ihr wirklich mal hinhört, wenn jemand redet. Und mal versucht, das was ihr seht, gar nicht so sehr zu priorisieren, sondern hört mal genau hin. Und ich glaube, da wird sich bei dem einen oder anderen sowas wie ein Aha-Effekt sich einstellen. Zum Beispiel bei Menschen, die man auf eine gewisse Art und Weise vielleicht einschätzt und denen dann nur zuhört, vielleicht mal die Augen öffnet und dass sich dieser Eindruck dann entweder verfestigt oder geringfügig verändert oder dieses subtile Gefühl, was man manchmal hat, dieses intuitive Gefühl verstärkt und dann auch weiß, woher das kommt. Das kommt vom Hören. Das Hören
ist die effektivere Waffe gegen Manipulation und die effektivere Waffe für ein bewusstes Leben im Vergleich zum Sehen. Interessant, oder nicht? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.